Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play GTA Online, zum Part 99. So viele Parts haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. So viel musste ich schon ertragen. So viel habe ich schon gelacht und geweint. Und jetzt ist es schon Part 99, zusammen mit meinem GTA-Kumpel, den Lucky Hunter 123. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Ja, wir zocken jetzt die Mission Seitenwind. Eine neue Mission, die aus dem Update rausgekommen ist. Und ich freue mich, sie zu zocken. Und bei dem 100. Part habe ich mir aber... Also sagen wir mal, haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Aber ich will jetzt auch nicht so viel spekulieren und verraten. Da müssen wir uns noch Gedanken machen. Sagen wir es mal so. Es werden noch ein paar dazukommen. So viel kann man ja schon mal sagen. Ja. Das kann man eindeutig sagen, ja. Du hast bei mir das Spiel verlassen. Echt? Ja. Lol. Warum das? Das war keine Konsole. Und jetzt? Fängt ja schon mal gut an. Ja. Ja. Fail. Guck mal, kannst du nicht irgendwie zuschauen oder so? Nee, ich bin der Einzige auf dem Server. Wir gucken mal, gehen wir ins Startmenü. Unter Freunde. Dann geh mal auf meinen Namen. Und guck mal, ob du da nicht irgendwie zugucken kannst oder nachjoinen kannst, was weiß ich. Oh! Ja, da könnte ich höchstens eine Sitzung. Also eine Nachricht. Aber naja, ich stürze eh gleich ab. Gleich macht's bumm. Achtung, gleich. Ja. Ja, ich kann, das geht jetzt irgendwie nicht. Ah, oh, das ist jetzt sehr schlecht. Ah. Ja, jetzt sind wir beide Erste. Alter, das ist... Okay, ich gehe jetzt gerade eine andere Sitzung, vielleicht kannst du mich dann noch einladen. Ich mache hier gerade die Mission zu Ende. Ja. Dass ich hier mal ein bisschen Geld bekomme. Ich bin nämlich pleite. Das glaube ich dir, ja. Das glaube ich dir. 80.000. Wenn man so überlegt, ich habe mich die ganze Zeit auf GTA 5 gefreut. Jetzt ist es schon Part 99. Das ist schon heftig. Wie schnell die Zeit vergeht. Ja, das ist heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dann jetzt schon bald bei Part 100 bin. Ach komm, mach's mal, neue Sitzung finden. Ich beende jetzt den Job. Ja, das wäre praktisch. Vielleicht können wir das jetzt irgendwie nochmal machen, die Mission. Dass wir diesen Part zusammen bestreiten. Ja, weil ich kurz vor dem goldenen Part. Genau. Eine respektable Leistung hast du uns da erbracht, Hobbyzocker. Ja, das stimmt, aber ich wollte halt eben auch über 100 aufnehmen, weil ich wollte eigentlich GTA Online mit den Banküberfällen abschließen und das werde ich auch machen. Ich werde GTA Online so lange zocken, bis die Banküberfälle rauskommen. Danach werde ich dann mit GTA Online aufhören und mich dann anderen Let's Plays widmen. Aber das wird dann auch dauern, bis die Banküberfälle rauskommen. Oh, Zeitüberschreitung beim Laden der Sitzung. Fängt ja schon gut an, der Part. Der fängt, mir schickt dir wieder eine Einladung. Ja, also der Part fängt wirklich gut an. Ja, ich hoffe, dass jetzt hier wieder keine kreischenden Kinder sind. Wenn ich so die Szenen jetzt sehe, hier in dem Video, muss ich so an meine ersten Aufnahmen denken. Lol, jetzt bin ich im Singleplayer. Lol. Hier sehen wir gerade einen Franklin vor seinem eleganten Motorrad. Lol. Ich bin eiskalt. Im Singleplayer gelandet. Seitenwind war das, ne? Ja, das ist mir auch noch nie passiert. Auch geil. Aber naja, in den ersten Parts, wo ich GTA Online aufgenommen habe, ist mir auch sowas passiert. Ach, wie viel Netzwerkfehler hatte ich schon und so weiter.
Ist eigentlich nichts Neues. Und dann bei Part Nein, bitte. 99 passt's irgendwie. Hast du eine Einladung bekommen? Nee, weil ich join ja gerade noch auf dem Server drauf, deswegen dauert es erst, bis ich die Einladung bekomme. Das dauert noch ein bisschen. Aber ich hoffe. Ja. Ich hoffe, es wird jetzt mal. Hoffentlich. Nach hinne. Ich lerne mit Tournament spielen. Ach ja, Ja. wie die Zeit vergeht. Das stimmt, ja. Vielleicht machst du ja nochmal so ein Erinnerungsvideo Ja, mit der hat den mir von mir 99 geschrieben. Parts. Naja, das mache ich ja dann, wenn ich Ja. was zusammenschneide dann. Haben wir ja gesagt. Jetzt bin ich hier wieder in meiner erotischen Garage. Kennst du mich auch? Wir haben ja was anderes gesagt. Ja, hier hat auch wieder alles angefangen. Ja, richtig. Hey, darf ich dich töten? Aber jetzt gibt's endlich mal einen Luftrennen. Töten? Angefangen hat bei uns alles mit Kanalfrontalen. Das Das stimmt, ist stimmt. richtig. Das war die erste Mission, Oh, wo ja. wir am Zusammen. Anfang, ja, das war die erste Mission, wo wir gelevelt haben. Wo ich noch kein Skype hatte oder so. Wo wir Ja. uns immer mit PSN-Nachrichten geschrieben haben. Ja, oder mit WhatsApp. Ja gut, da hatte ich glaube ich noch kein Handy gehabt, wo WhatsApp. Da hatte ich noch mal ein altes Handy gehabt, das Dino-Ding da. Weißt du, ich mein? Ja, ich weiß, was du meinst. So, und jetzt hockt mir endlich mal hier den Seitenwind. Ich hoffe, dass es jetzt auch funktioniert. Den Seidewind. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sieht so episch aus. Dum, 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 Chihuahua. Jetzt geht's Ah. los, jetzt geht's los. Let's get ready to rumble. Alter, diese Geschwindigkeit. Die ist cool. Ja. Morgens Mittwoch, stimmt's? Das kann sein, ja. Nee. Scheiße, schon morgen wieder Fahrschule. Scheiße. Alter. Ja. Alter. Nein, schon wieder. Alter, wie soll man das denn schaffen? Wie du bei mir einfach so gestorben bist. Eigentlich auch voll unlogisch, wenn man durch die Oberleitung fliegt. Wie wenn es nichts wäre. Da bin ich wohl rausgeflogen. Ey, ich habe letztens mit einem Kumpel gezockt, ne? Ja. Und er zockt auch öfter Singleplayer, ja? Ja. Also GTA. Und wir haben es erstmal online gezockt. Wir waren am Flugplatz gewesen. Der so, ja, gibt's da so Helikopter, wo auch schießen? Und gesagt, ja, da gibt's einen, der hat 4 Miniguns und noch so ein Kampfheli. Da hat er gesagt, ja komm, lass mal den mit den 4 Miniguns nehmen. Habe ich gesagt, ja, okay, gut. Habe ich ihm das so ein bisschen erklärt. Und mit Dreieck steigst du ja ein und steigst ja wieder aus, ne? Ja. Er steigt ein. Ich frage, also er fragt, ja, wie schießt man denn? Habe ich gesagt, ein mit Dreieck. Und er hat es in dem Moment nicht mehr gerafft und springt einfach raus. Das war voll Geil. lustig. Er hat sich selber ausgelacht, weil er so blöd war. Geil. Das muss man auch erstmal schaffen. Der Chat, der ist sau cool. Lol, was? Nie beendet. Ich wäre doch jetzt angekommen. Also das finde ich jetzt blöd. Was ich scheiße irgendwie finde, dass man mit dem Jet nicht schießen kann.
Ja, das ist wirklich scheiße. Da habe ich nämlich auch gedacht, so ein Mods-Chat, der muss ja doch auch Raketen haben. Aber naja. Naja. Machen wir mal aktualisieren. Aktualisieren. Begrüße, das kennen wir ja alles. Warum kann ich dich aktualisieren? Ich kann aktualisieren. Ja, mach mal. Ah, jetzt kann ich. Gibt's ja nicht. Ah ja. Küstenfliegen, warum nicht? Ich werde hier gerade mega zugespammt in PSN und in WhatsApp. Wie kann man das nur nervlich aushalten? Tja. Zwar ist niemand. Lol. Was lol? Du hast bei mir die Sitzung wieder verlassen. Echt jetzt? Ja. Hä? Wieso denn? Jetzt tritt sie wieder bei. Lol. Was geht los da rein? Zwar ist niemand. Was ist denn los mit dir? Was ist denn, was ist denn, was ist denn los mit dir? Aha. Oh. Hier gibt es ja voll die Geschütze. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ja, ein Luftrennen. Oh, jetzt habe ich den Buzzard genommen. Warum hat er keine Raketen oder so? Das finde ich schade. Sonst wäre es ja unfair. Dann wär's cool. Stimmt auch wieder. Oh, das ist ziemlich langsam, das Teil. Was hast du genommen? Diesen neuen Helikopter. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Und genau deswegen vergleiche ich immer die Werte am Anfang. Ich habe damals immer bei Autorennen oder so, bin ich immer so nach der Optik gegangen. Das glaube ich dir. Wenn es coole Optik hatte, dann habe ich es genommen. Ja, ich doch auch. Aber mittlerweile achte ich auf die Werte. Weil es mehr bringt, wie wenn man nur auf die Optik guckt. Ja, weil Optik bringt nichts. Das kann man bei der Schnelligkeit nicht vergleichen. Oh. Boah, cool wäre es, wenn man hier so ein Haus mit so einem Turm oder so hier in den Vinewood Hills kaufen könnte. Ja, das wäre wirklich cool, Weißt du, mit Pool und was weiß ich. ja. Kommt wahrscheinlich im nächsten Patch raus. Oder so ein Haus, wie der Martin Matrazzo hat. Ja, und dann passen nur drei Autos rein. Also ich bin schon sehr zufrieden, was Rockstar Games in der letzten Zeit alles so rausgebracht hat. Wo denn? War ja jetzt nur das eine. Ja, aber kann man eigentlich nicht meckern. Ja gut, so schlecht ist es jetzt nicht. Keine Frage. Nur was mich halt ein bisschen stört, ist mit den Autos. Ja, das stimmt, das stört mich auch ein Da bisschen. hätten sie. Ich meine, es ist ja praktisch ein und dasselbe Auto. Nur halt einmal in der Cabrio-Version und in der normalen Version da. Hätten sie vielleicht mal drei Autos rausbringen können oder so, weiß ich mal. Ja, mal so als Abwechslung. Oder die hätten mal die Autos rausbringen können, wo schon die ganze Zeit praktisch auf der Internetseite sind da. Chameleon oder wie es da heißt, Oder Hotknife. Carbon RS oder irgend sowas. Genau. Ah, das hätte mich auch mal interessiert. Das hätte mich interessiert. Und wir nehmen jetzt auch schon knapp 15 Minuten wieder auf.
Ja, ich glaube, so eine kleine Mission geht noch, oder? Oh. Ich würde auch sagen, wir können Schluss machen. Naja, komm, der 99. Part. Ah ja, komm. Mal Aber eine hier geht noch so ein noch. kleines. Nein. So ein kleines Missionchen. Ojo. Och jo. Irgendwie freue ich mich auf den 100. Part. Ich weiß zwar, was drin vorkommt, aber irgendwie freue ich mich schon drauf, wenn das alles so klappt. Hoffen wir es einfach mal, dass es alles so klappen wird, aber ich kann es, wie gesagt, nicht versprechen. Aber ich werde es versuchen. Gut, ich denke mal, mit den Leuten wird es dann klappen. Ja, hoffentlich. Es muss Wäre cool. klappen. Wenn er bezahlt, ist er einfach alle. Ja, let's play mit mir. Kriegst auch einen Zehner die Minute. Oh, überleg mal, 10 Euro die Minute. Ach du Scheiße. Ist mein Deutschland-Rucksack. Den habe ich noch nicht gesehen. Siehst du die Rauchspur? Jo, Lol, da Rauch. geht ein Fahrstuhl hoch. Siehst du das? Ja, lol. Lol. Aber so ein. Ja, das ist so ein verbuggter Fahrstuhl. Wenn da jetzt so reingucken können, so wäre das jetzt so durchsichtig gewesen, hätte ich gesagt, komm, wir gehen mal nach der Aufnahme dahin, gucken uns das an. Dann wäre ich verwundert gewesen. Ja, eigentlich dachte ich auch, dass man GTA 5 so in Gebäude reinfliegen kann oder reinlaufen kann. Oder dass auch Gegenstände zerstörbar sind. Aber ich glaube, das war ja nur in so manchen Missionen. Scheiße. Das habe ich mir aber auch schon gedacht. Lol. Lol. Ha, wie das eben aussah. Ich bin ja eben auf dem Hochhaus gelandet. Wie das eben aussah. Ha, geil. Also irgendwie bin ich enttäuscht von der Einstellung. Je mehr Spieler, umso mehr bekommt man. Ja, ich Also bei auch. Stress auf dem Dach bin ich ein bisschen enttäuscht. Net Dass man da Boni. so zweit 17.000 bekommt. Finde ich ein bisschen Ja. schade. Okay, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ich hoffe, ihr guckt euch dann den 100. Part zu Let's Play GTA Online an. Und es wird bestimmt lustig. Tschüss, Freunde.